Robert Kopiske vom UJKC Potsdam in Blau hat bei den deutschen Judo-Meisterschaften seinen Titel verteidigt. Vor rund 1000 Zuschauern in der neuen Halle am Luftschiffhafen in Potsdam holte er in der Klasse bis 60 Kilogramm einen von zwei Siegen für den Gastgeber. Im Schwergewicht gewann Vereinskamerad Robert Zimmermann mit dem blauen Kampfanzug. Für den 24-Jährigen war es bereits der dritte deutsche Meistertitel.